Kennt ihr das auch, wenn ihr von einem Ausflug zurückkommt und eure Schuhe sind einfach total verdreckt? Ja, wie bei uns hier. Heute zeigen wir euch, wie ihr das wieder entfernen könnt. So eine Wasserspritze mit einem Wasser, ihr könnt es auch mit ein bisschen Spüli oder so. Ja. Und mit Feuchttüchern. So. Jetzt zeigen wir euch, wie ihr damit Heelys wieder schnell und gut machen könnt. Als erstes nehmt ihr euren Heelykratzer, den habt ihr ja hoffentlich noch, und nehmt die Rollen raus. Wenn ihr dann die Rollen draußen habt, dann müsst ihr einfach mit dem da, mit der Spritze, mit Wasser und Spülmittel drauf spritzen, damit die sauber werden. Erstmal die Rollen. So, und jetzt müsst ihr mit hier diesen Feuchttüchern die abwischen. Wenn ihr die dann abgewischt habt, dann könnt ihr einen Lappen nehmen. Wir haben jetzt hier ein Geschirrtuch und darin wickeln wir jetzt die Rollen. Und dann rubbeln wir sie trocken. Wenn sie trocken sind, dann seid ihr fertig mit den Rollen. Und dann geht's weiter an die Schuhe. Jetzt müsst ihr mit der Wasserspritze oder mit einem Lappen Wasser vorne auf die Schuhe machen, unter den Schuh und überall. Und dann nochmal mit einem Feuchttuch abwischen. So, hier die Seiten sind natürlich auch total verdreckt. Denn hoffentlich sind eure Schuhe wasserdicht, denn wenn nicht, dann habt ihr später nasse Füße. Dann nehmt ihr halt die Spritzpistole und macht einfach ein bisschen Wasser. Jetzt müsst ihr einfach wieder mit einem Feuchttuch die Seiten abwischen und schon ist es wieder sauber. Und dann seid ihr auch schon fertig.